Die kochen schon. Dann habe ich hier 800 Gramm Rindergehacktes. Da werde ich jetzt noch 3 Knoblauchzehen reinreiben. Und eine Zwiebel werde ich auch reinreiben. Dann gebe ich noch 2 Eier dazu. Einen Teelöffel Salz. Einen Teelöffel Paprikapulver, edelsüß. Einen Teelöffel Basilikum. Ein Teelöffel Thymian. Ein Teelöffel Majoran. Und 2 Teelöffel Schnittlauch. Also getrockneten Schnittlauch. Jetzt würze ich noch mit Pfeffer. Und damit die Masse sich besser kneten lässt, gebe ich noch einen Schuss Wasser dazu. Und jetzt werde ich alles miteinander vermengen. Ich mache das immer mit der Hand. Das kann ich am besten. Dann wird auch alles schön gleichmäßig vermengt. So, das reicht schon. Die Masse stelle ich jetzt eben auf die Seite. Dann werde ich mal eine Paprikaschote vorbereiten, damit man die füllen kann. Also ich möchte auf jeden Fall, dass das Grüne am Deckel bleibt. Deswegen muss ich hier gucken, dass ich nicht zu knapp schneide, weil dann würde ich das Grüne hier wegschneiden. Ich muss also großzügig den Deckel hier wegschneiden. Und dann kann ich mit einem Löffel hier an die Wandseite vorbeigehen. Hier. Und kann mir ganz gemütlich das Kerngehäuse rausholen. Und da ich die Paprika noch nicht gewaschen habe, da sieht man jetzt, da sind noch ein paar Kerne. Hier am Deckel sind auch noch ein paar Kerne. Aber ich werde die gleich waschen. Und dann kann ich die ganzen Kerne davon befreien. So, jetzt werde ich mir die Platte schon mal anstellen. Die Kartoffel, die habe ich schon mal vorgekocht, 20 Minuten. Und dann werde ich die fertig braten in Olivenöl. Auch nicht so sparsam sein. Und die Kartoffel werde ich jetzt halbieren und in die Pfanne geben. Also einfach halbieren und in die Pfanne geben. Erstmal mit der Schnittseite nach unten, dann können die da schon mal schön anrösten. Die Schale lasse ich dran. Durch das Kochen sind die schön sauber. Und die können jetzt erstmal hier ganz langsam bei relativ kleiner Flamme anbraten. Gewürze mache ich noch gar keine dran, das kommt später. Ich habe jetzt die Paprika gewaschen, da sind jetzt keine Kerne mehr drin.
auch auf dem Deckel habe ich die Kerne entfernt. Und jetzt werde ich einfach die Paprikaschoten füllen. Dafür nehme ich mir hier so einen Löffel und befülle die Paprikaschoten. Kann man natürlich auch mit der Hand machen, aber ich probiere es mal mit dem Löffel. Eigentlich bin ich ja so ein bisschen grobmotorisch. Das heißt, ich kriege es besser mit der Hand hin, aber ich gebe alles. So. Das ist alles kein Hexenwerk. Jetzt kommt hier ein Deckel drauf. Ob der Deckel jetzt genau zu der Paprika passt, das ist ja eigentlich egal. So, dann nehme ich mir die nächste. Nur nicht so feste da reindrücken. Sonst wird das doch noch hart. Also, aber das ist hart, das ist ja gehackt. Das kann ja nicht so richtig hart werden. Und auch nicht zu voll machen. Jetzt wundert ihr euch, ich habe in den Topf weder Fett, noch Zwiebeln, noch sonst irgendwas. Wo soll der Geschmack herkommen? Naja, ich werde gleich ein bisschen Brühe aufgießen. Und die Soße werde ich zuletzt finalisieren. So, füllen wir die alle mal. Das ist eigentlich ein relativ simples und schnelles Essen. Kann man auch schön machen für eine Party, kann man schön vorbereiten, einfach den Deckel drauf und wenn da gleich Gehacktes übrig bleibt, dann ist überhaupt nicht schlimm, weil da mache ich mir noch ein paar Frikadellen davon, die kann man ja immer essen, da kann ich doch sehen lassen. Dann mache ich mir noch eine Fertigbrühe. So ungefähr 500 ml oder 500 Gramm. Dann gebe ich erstmal heißes Wasser dazu. Und einen Esslöffel Vegetta. Und die Brühe gebe ich jetzt zu meinen Paprikaschoten. Jetzt den Deckel drauf. Ungefähr 45 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Gucke ich mal, was meine Kartoffeln machen. Oh, die haben schon schön Bräune gekriegt von der Unterseite. Die werde ich jetzt alle mal drehen. Auf ganz kleine Stufe, also was heißt ganz klein, auf Stufe 5. Aber ich möchte den nicht kaputt machen und ich habe ja noch 45 Minuten Zeit. Das ist alle Zeit der Welt. Ich habe hier auch noch keine Gewürze dran. Das muss auch noch nicht. Das kommt alles später. Nach 45 Minuten werde ich die Paprika mal aus dem Ofen nehmen. Ja, die sehen schon sehr schön aus. Und jetzt werde ich die kurz dazwischen parken. Und die Soße werde ich noch ein bisschen binden, also die Brühe. Dann gebe ich habe mir hier schon mal Stärke angerührt. Aber vorher gebe ich noch ein bisschen Tomatenmark in die Brühe, damit ich ein bisschen Farbe bekomme. Noch ein kleines bisschen. Oh, das reicht mir schon. Ein kleines bisschen Zucker. Das reicht auch. Damit ich vom Tomatenmark so ein bisschen die Säure wegnehmen kann. Werde ich vorne die Platte mal anmachen, weil wenn ich mit Stärke arbeite, dann muss sie auf jeden Fall noch mal aufkochen.
Könnt ihr aber mal eben probieren. Schon sehr lecker. So, jetzt werde ich die ein bisschen binden. Wieder aufkochen. Mal gucken, wie die Konsistenz ist. Ja, schon ganz gut. Ich glaube, ein klein bisschen stärker kann noch rein. Da muss man immer aufpassen, nicht zu viel, sonst hat man hinterher Pudding. Also nochmal aufkochen. Nochmal die Konsistenz überprüfen. Ja, gefällt mir schon so. So, jetzt werde ich die mal final abschmecken. Gucken, was noch fehlt. Weil ich habe nur Brühe drin. Und natürlich das Gehacktes von den Paprikaschoten gewürzt. Aber ansonsten ist da nichts drin. Schön. Sehr lecker. Jetzt gebe ich in die Soße die Kartoffel. Sehr schön. Und auf die Kartoffel wieder die Paprikaschoten. Hab schon den Deckel verloren. Was hier so piepst, das ist der Herd.